Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal möchte ich mit Japan spielen, Singleplayer. Und zwar hatte ich mir überlegt gehabt, also zu dem ganzen Multiplayer ist immer mal eine schöne Abwechslung, doch mal einen Singleplayer noch zwischenzuschieben. Einfach weil die, habe ich so gewusst eben, schon gewundert. Und zwar deshalb, weil die, man kann einfach Sachen ausprobieren im Singleplayer, was im Multiplayer nicht so gut geht. Ne? Ich meine nicht wirklich Game-Mechaniken, die teste ich ja immer, sondern wirklich so Sachen, die ineinander greifen, ein bisschen komplexer sind und so weiter. Und ich habe jetzt vor allem Lust, mit Japan deswegen zu spielen, weil ich ein paar Sachen ausprobieren will, insbesondere die japanischen Kriegserklärungen am Anfang für Multiplayer, aber auch die Entwicklungsstränge für Japan, der Focus-Tree und all das scheint immer so ein bisschen. Also ich hatte den Eindruck, dass das noch im Vergleich zu anderen Ländern nicht ganz so weit entwickelt war in der Multiplayer-Community. Und deswegen wollte ich mich selbst auch nochmal reinfuchsen. Und da hilft so eine Runde ganz enorm, wenn man das macht. So, das erste, was mir aufgefallen war, in der letzten Multiplayer-Runde hatten wir, dass die Leute mit Japan keinen Krieg erklären konnten, obwohl das 100% Faschisten sind. Und ich muss sagen, ich war selber überrascht, woran das lag. Und ich habe es durch Zufall entdeckt, und ich weiß auch nicht, warum mir das entgangen ist, dass das hieran liegt. Das liegt an dem Emperor. Der Emperor Showa, so heißt das wohl. Da gibt es hier diese, ihr könnt jedem den Krieg erklären, bis auf diese Länder, die da stehen. Kommunist China zum Beispiel und China allen voran. Da braucht er ja 75% World Tension. Das liegt an dem Emperor. Aber ich habe im Focus Tree eben gefunden, dass ihr das Ding wegkriegen könnt von dem Emperor, so dass ihr doch den Krieg erklären könnt, ohne das Marco Polo Incident zu holen. Das sind so ein paar Sachen, die fallen dann einfach erst auf, wenn man das im Singleplayer spielt. Ne? So, jetzt machen wir das mal. Ich habe mir auch schon ein paar Ideen über zurechtgelegt. Ich habe überlegt, dass ich das aber diesmal nur auf Veteran spiele und nicht auf Elite. Die KI wird sowieso nicht besser, egal was ihr einstellt, sondern wenn ich es halt auf Veteran spiele, hatte ich einfach mehr Optionen, kann mehr ausprobieren, mehr machen, mehr in die Breite gehen, mehr Failures, mehr leisten. Ne? Und von da machen wir das jetzt nur Veteran erstmal. Historisch lasse ich erstmal an den Fokus. Ist für uns eigentlich nicht relevant. Also, Sie können auch ausmachen. Wenn ihr den ausmacht, ist es wegen Marco Polo Event schwieriger, aber das will ich eh nicht benutzen. Wenn ihr den anders habt, ihr zumindest die, könnt ihr sicher gehen, dass nicht komische Sachen wieder passieren in der letzten Runde, wo ich auch gar keinen Gegner mehr habe. Ja? Das möchte ich halt diesmal damit vermeiden. Und erstmal historischen Fokus an, den Rest lassen wir auch alles so eingestellt. Die Japaner haben hier oben so ein paar verschiedene Foki. Da war jetzt nichts Weltbewegendes bei, bis eben diese 75% Geschichten hier. Stabilität ist auch relativ hoch. Und mit der Stabilität, da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen, den will ich halt nutzen. Und zwar eine hohe Stabilität. Die führt dazu, dass ihre Industrie effizienter arbeitet im Spiel. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich einen nationalen Aufbau durchführe. Und zwar, hier oben gibt es ja diese verschiedenen Stränge, die man gehen kann. Ne? Das ist zum Beispiel der kommunistische Strang und ich glaube, der ganz rechte hier, der ist mit dem demokratische Strang, wenn ihr so nennen möchtet, beziehungsweise einer, wo ihr mit den Alliierten euch ins Boot packt und alle freilasst und. Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie so liberales Zeugs, ja. So, und da habt ihr hier vorne die beiden Stränge, den und den hier, die Purge the Kodoha. Das ist denen, die meisten, glaube ich, runtergehen, wo man dann eben das Marco Polo-Inzidenz macht, wo man eben China sehr einfach erobern kann, weil die Chinesen einen Debuff bekommen. Ja, das ist das, was fast alle spielen, glaube ich. Und dann gibt es hier im Groben und Ganzen hier vorne den Support the Kodoha-Faction. Und was das ist, ich habe mir das mal in Ruhe angeguckt, das hat mehrere Sachen, die es für mich zu einer Aufbaustrang machen. Und so habt ihr hier unten erstmal die Geschichte, dass er 20% schneller Zivilfabriken baut. Das ist, glaube ich, sogar 30%, weil das Modifizieren des Militarism hat minus 10 Construction Speed ursprünglich zur Folge, hier vorne. Also Zivilfabriken werden 10% langsamer gebaut. Das heißt, wenn ich jetzt die Showa Restoration mache, dann baue ich im unterm Strich 30% schneller, auch wenn da nur 20% dann steht, ne, weil das vorher 10% langsamer war eben. Das ist die eine Geschichte. Ich kriege einen Research-Bonus auf 5%, direkt am Anfang, quasi noch 36. Das ist der andere Punkt. So, wenn ihr dann weiter runter geht, hier kommt eine Menge Müll, da ist wirklich nichts Interessantes bei. Aber dann gibt es hier unten das nächste, das ist Technological Exchange. Und ich habe das noch nie gemacht, aber so wie ich das verstehe, ist das dieser Exchange mit dem Deutschen Reich, das ist so ähnlich zu verstehen, denke ich, wie das Commonwealth. Wenn die Deutschen irgendeinen Tech haben, dann tech ich das einfach schneller, wenn die das haben, ja. Das heißt also, das boostet auch nochmal ganz heftig meine Tech-Geschwindigkeit. Und gerade die Deutschen techen von Anfang an wie die Weltmeister, ja. Das ist ja wirklich super krass. Also zum Beispiel können die ja 38 schon den Panzer 3 haben und solche Geschichten, ne. Und das heißt, das pusht dann mein Tech auch nochmal eine ganze gewaltige Ecke. So, und wenn er dann noch weiter runter geht, also erstmal hier vorne verliert er dieses Kaiser-Nachteil-Ding. Das heißt, hier kann ich China jetzt trotzdem den Krieg erklären, was normalerweise nicht gehen würde ohne Marco Polo. Ja, das ist dann der nächste Punkt. Also hier geht's Krieg. Das sind ungefähr 210 Tage darunter, ein bisschen weniger sogar, weil das erste 35 Tage statt 70 Tage ist. Und dann gibt es hier unten, weil ich noch kriege, die German Rocketry. Und ich hoffe, dass ich das richtig lese, weil ihr kriegt dann den National Spirit German Rocketry. Und das gibt euch 7% Research Speed. Nicht nur Rocketry in Sonderwaffen und irgendwas, sondern auf alles. Was bedeutet, dass ich dann schon unter Summe 12% schneller techke,
Das Ganze ist ein Early Game Ding, weil ich freischalte 12% von Anfang an quasi und dann zusätzlich eben noch die Technologie Exchange habe mit dem Deutschen Reich, ja, die hoffentlich bis da nicht verreckt sind. Das heißt also, in Summe ist das ein Strang, der euch hilft, extrem schnell aufzubauen und dann danach extrem schnell, ich glaube, da gab es sogar noch irgendwo einen Punkt, also auf jeden Fall Aufbau, ne? Zivile Fabriken und Tekken. Also sozusagen der zivile Strang, wenn ihr so nennen wollt. Ich glaube, da gab es noch irgendwo einen Bonus von nochmal 10% Baugeschwindigkeit für Zivil. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich das sehe. Vielleicht habe ich es auch irgendwie falsch im Kopf. Könnte man, irgendwo gab es da nochmal 10%. Das ist aber wieder den Strang, den ich ganz schnell runtergehen möchte. Zebatsu. Genau, das müsste man ja gleichzeitig machen können, ne? Sonst immer dieses Ding hier. Das heißt also, wenn ich das hier noch mache, die Challenge Zaibatsu. Übrigens, Zaibatsu, ich habe das eben mal Wikipedia, das Ganze. Das sind wohl Familienunternehmen, ja? Also, das heißt, so diese großen Clans, die ganze Wirtschaftsempire gemacht haben, ja? Die werden jetzt hier herausgefordert damit. Und dann kriege ich dann nochmal 5%, genau, nicht 10%, sondern 5% Baugeschwindigkeit war das. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Support zur Kodoha Faction bedeutet einfach, dass wir extrem auf zivilen Aufbau gehen und extrem auf Technologie gehen, was ja eine gute Kombination ist. Und dann können wir aber trotzdem noch China den Krieg erklären, relativ früh. Noch eigentlich im ersten Jahr, Ende des ersten Jahres, wenn wir wollen. Ja, vielleicht noch 200 Tage. Ja, wahrscheinlich ist das eher so, ich würde vermuten, so März 37 wird das sein, ne? So, aber das ist auf jeden Fall die Sachen, die wir machen können. Und von daher möchte ich diesen Streamer runtergehen, vor allem weil der auch viel zu selten, also ich sehe ja eigentlich gar nicht, dass er genutzt wird, ja. Das ist so die Sache, wo ich hin möchte. Jo, das ist eigentlich die Geschichte. Das heißt, wir können uns schon mal anklicken, die Kodoha-Geschichte hier. 35 Tage ist das erste Ereignis-Ding. So, ja, wie gesagt, und der andere Vorteil, wenn man das hier macht, ist, man hat halt diesen Kaiser, man hat halt hier vorne die Stabilität von fast 100%, ja, eben weil der Kaiser halt selbst 60% bringt. Das heißt, alle meine Fabriken sind nochmal 18% effizienter, ja. Also von daher finde ich, gibt es da sehr, sehr schöne Synergieeffekte mit zivilen Aufbau. Und wenn ihr das noch zusammennimmt damit, dass, obwohl ihr ein Achsenspieler, also in Anführungszeichen seid, ihr müsst ja nicht in die Achse rein, habe ich auch nicht unbedingt vor, aber ne, wenn ihr das zusammennimmt, dann habt ihr eben den großen Vorteil, weil ihr macht einen zivilen Aufbau, euch kann keiner angreifen, ihr könnt trotzdem schwache Gegner übernehmen, obwohl ihr zivil aufgebaut habt. Und das, was ihr zivil halt aufbaut, wird halt hier nochmal ganz heftig gepusht, ja, dieser durch die 18%. Also mit zivilen Aufbau habt ihr eben, und dann nochmal Tekken schneller, heißt ja auch nochmal die Industrie Tekken. Dann habt ihr halt, also das sind halt mehrere Sachen, die sich einfach gegenseitig hochpushen, wie blöde, ja. Und dann wollen die Leute keine Consumer Goods haben, 4% nochmal weniger, heißt das, die Fabriken, die ihr habt, die könnt ihr nochmal mehr benutzen, ne. Also das sind halt so viele Synergieeffekte auf einmal für den Aufbau für Japan, das ist ganz, ganz unglaublich. Und von da möchte ich das ganz gerne systematisch nutzen. Auch wenn auf den Schwierigkeitsgrad natürlich KI schneller wächst, aber mir geht es auch ein bisschen ums Ausprobieren. So, das ist die Geschichte. Das heißt also, erster Teil ist jetzt Aufbau und dann wahrscheinlich Mitte 37 China angreifen, ohne Marco Polo Incident. Da muss man halt ein bisschen besser arbeiten. So, was ich als nächstes machen möchte, das aber dann wieder ein bisschen später, ich möchte mit Einheiten arbeiten, die man vielleicht nicht so häufig sieht. Also gerade Asien, da sagt euch die gesamte Welt, niemals mit Panzern arbeiten. Ich habe das früher auch gesagt. Ich habe mir das aber nochmal angeguckt. Also die Game-Mechanik für die Abnutzung ist eigentlich so, dass ihr Abnutzung nur in großen Gebirgen habt, in Wüsten und Sumpf. Wenn mir, ja genau, diese drei sind das, glaube ich. Ne? Also hier habt ihr zum Beispiel Attrition, aber in einem normalen im Hügel zum Beispiel habt ihr keine Attrition. Über Fluss habt ihr dann keine Attrition, im Wald habt ihr keine Attrition. Das heißt, eigentlich ist das Gelände gar nicht so miserabel für Panzer. Das Einzige, wo es miserabel wird, ist dann, wenn das Wetter nicht mitspielt, weil gibt's noch mal, also wenn ihr halt Attrition im Wald seht, wo es keine gibt, dann liegt das am Wetter zum Beispiel, ja, oder weil der Nachschub fehlt. Aber wenn das wirklich das Einzige ist, dass die Attrition eher durch das Wetter kommt und natürlich bei normalen Kämpfen und so ein Zeugs, aber wenn das der Hauptgrund ist für Attrition, dann könnt ihr schon Panzer einsetzen, denke ich hier vorne, zumal ihr eben, wenn da nur Infanteristen und allen aufgestellt wird, einfach durchpanschen könnt. Der nächste Punkt ist, ich möchte das mit leichten Panzern mal bis zu einem gewissen Grad versuchen. Und zwar, ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, mir ist in der letzten Multiplayer-Runde aufgefallen, wenn ihr so einen Infanteristen habt, der hat Piercing 4 und die leichten Panzer, die manche am Anfang haben, die haben, genau, Armor 4,7. Das heißt, die werden schon nicht penetriert, die müssten da eigentlich auch durchknacken. Die muss man natürlich trotzdem ein bisschen verbessern, die Teile, ja, und die haben auch keinen Speed, das ist auch nicht so wichtig. Aber ich glaube, wenn ich die minimal umbaue, kann ich damit arbeiten. Die Frage ist, in welchem Umfang das wächst, ob sich es lohnt, mit ganz vielen leichten Panzern zu arbeiten. Das muss ich mir jetzt noch angucken, da habe ich noch keine endgültigen Zahlen für. Also ich mache mal gerade diese beiden Modelle, weil die so ein bisschen, naja, 3 Jahre Unterschied sind da schon noch. So, worum es mir geht, ist zum Beispiel Reliability, der Preis, ne? Also das ist schon 3 Punkte, ist schon eine kleine Hausnummer. Meine Idee ist halt, die gegen Infanteristen hauptsächlich einzusetzen. Ja, in der Soft Attack, zum Beispiel 3 Unterschied beim normalen Panzer. Hier.
Aber der Breakthrough ist halt identisch und dafür packt man die halt da rein. Ne? Dann kosten die halt eine ganze Ecke weniger. Die Frage ist halt, ob die 15 Panzerungen reicht, dass sie nicht penetriert werden. Das ist halt der Dreh- und Angelpunkt, weil bei denen kann man normalerweise weniger reinnehmen, um den Panzerungswert zu bekommen, den man möchte. Armor 10. Armor 45, also hier ist die Panzerbitze auch besser. Also ich überlege, ob ich die leichten Panzer spammen soll als Panzer für den Breakthrough-Wert. Die kann ich am Anfang auch verwenden und dann auf die Medium-Panzerhaubitze gehe und diese da mischen will. Ich überlege, ob ich diesen Weg mal gehen möchte. Der Vorteil ist halt, dass ich am Anfang auch die Reliability von denen erhöhen kann, sodass sie noch weniger Abnutzung haben. Und wenn ich die von Anfang an baue, die leichten Panzer, dass sie eben keine Effizienzverluste haben, wenn ich die Produktion immer wieder umstellen muss, für solche auf Medium oder so. Ne? Ich will das einfach mal versuchen und mir die Reihe angucken, was dann passiert. So, jetzt stellen wir erstmal die Weichen. Also wir machen jetzt erstmal Konstruktionsgeschichten an. Wir gehen ja auf Aufbau. So, zivile Fabriken. Ja, 80er. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist, wenn ihr Aufbau machen wollt und euch Zeit dafür gibt, dann ist es immer sinnvoll, die Infrastruktur auszubauen. Zumal die auch nochmal Ressourcen bringt, wenn ihr die auch braucht. Und gerade als Japan habt ihr auch nicht unendlich viel davon. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein ganzes Stück weit okay ist, wenn ich die ausbauen würde, die hier. Gerade da, wo wir noch voll machen können. So. Ich mache jetzt einfach mal diese zentralen Dinger hier. Du musst auch so einen kleinen Kompromiss wahrscheinlich haben dafür, ne? 11. Februar. Ja, schon ziemlich lange, um so einen Sektor auszubauen. Sind dann alle fertig? Nur der nächste ist dann fertig, ne? Naja, aber wenn ihr nachher noch die Sektoren freischaltet und so weiter. Also ich bin mir ziemlich sicher, damals ausgerechnet zu haben, dass sich das lohnt für den gesamten Spielverlauf. Wenn ich, glaube ich, aber einen Peak haben wollte, sagen wir mal 39, 40, dann lohnt es sich, glaube ich, nicht mehr, die auszubauen. Wenn ich aber, sagen wir mal, in Summe das sehe bis 45 oder sowas, ich glaube, da war das sinnvoll. Ich müsste nochmal ausrechnen. Ich weiß, dass ich das irgendwie alles alle 2 Jahre einmal ausrechne und dann wieder vergesse. Ich glaube, wir machen das aber jetzt einfach mal so. Zumal eben die zivilen Fabriken bei uns eh noch nicht gebufft werden, bevor wir das Ding durchhaben. Obwohl ich glaube, dass das ein bisschen viel ist. Also vielleicht machen wir gerade mal einen Teil davon, gehen wir mal einen Kompromiss ein. Und danach ist das ja auf 100% hier. Ja, da oben kriegen wir nur einen raus. Ne? Dann würde ich das auch nochmal hier bei Kanto, würde ich es auch nochmal ignorieren mit dem Ausbau. Dann kriegen wir gleich am meisten raus. Genau. Und dann die Zivilen da noch hinterher. So, versuchen wir mal das Spielchen. Und danach gucken wir weiter. So, nächster Punkt. Ja, Geräteproduktion. Und zwar, also das Ziel ist natürlich Industrie aufbauen. Ne? Erstmal durch Zivilen, dann durch Eroberung von dem, was da rumsteht. Und da müssen wir auf jeden Fall die Ressourcen hier unten holen. Also Frieden mit den Alliierten könnt ihr knicken. Ihr braucht auf jeden Fall die Ressourcen, die da sind, sonst wird das nichts mit Japan. Und eine Ressource, die mir sehr wichtig ist, also klar, Kautschuk, der Klassiker, aber und Öl natürlich auch. Aber hier gerade das Aluminium, was ihr überall findet, in kleinen Mengen. Überall sind so 20er, 30er Päckchen verteilt. Die müsst ihr halt alle mitnehmen, ne? Hier ist sogar gar keins gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das andere war. Ich habe noch ein paar gesehen. Also das Aluminium braucht ihr auf jeden Fall in rauen Mengen. Weil die braucht ihr für Flugzeugproduktion und ohne Flugzeuge, also eine Seefahrtnation, habt ihr gar keine Chance, gar keine. Und von da ist das sehr, sehr wichtig, das zu holen. Das war tatsächlich alles Aluminium. Ich meine, ich hätte nochmal irgendwo einen Vorrat gesehen gehabt. Also ich hätte schon ganz gerne nochmal einen riesen Batzen, so ein 100er-Päckchen oder so. Aber ich könnte ja mal nachfragen, wer Aluminium hat, ob ich da irgendwas übersehe. Und zwar für Asien, please. In ganz Asien gibt es kein Aluminium. What the hell? Das ist halt Asien, das Aluminium, was da angeboten wird. Ja, also ihr seht schon, das ist halt massiv wenig. Da kann man nicht viel diskutieren. Muss man halt einfach holen. Es sei denn, wenn wir es unendlich lange einhandeln. Was hätte denn der Russe? Also der zählt nicht als Nachbar. Okay. Also Aluminium nicht angeklickt. Ja, der Russe hätte, welches könnte halt schon noch eine große Menge einhandeln. Das ist halt die Frage, wann der uns hasst und ob es ein anderer einhandelt. Ich mache mich jetzt ungern abhängig davon. Jetzt bin ich tatsächlich nicht sicher, wo ich das nächste Aluminium herbekomme. Also ich werde es erobern, dann werde ich die Infrastruktur da ausbauen, um mehr Aluminium draus zu holen, die Minen halt machen. Und ich weiß halt auch, hier in dem Fokus, den gibt es zwar auch Aluminium, die ihr machen könnt, die sind aber, glaube ich, hier links irgendwo gewesen, wo ihr, ne, hier unten gibt es das, glaube ich, mit den Ressourcen, wo ihr Aluminium hinzufügt. Genau hier zum Beispiel kriegt ihr halt 18 Aluminium. Das entspricht fast der gesamten Produktion in Asien, die wir jetzt gesehen haben, ja. Und deswegen gehen die wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich diese Sache hier runter, könnte ich mir vorstellen.
Ist aber keine Option für uns. Aber die nicht purgen. Die Fraktion. Ja, mit den Aluminium könnte ein Problem werden. Wir brauchen es halt für Flugzeuge. Und zwar müsste das jedes Flugzeug sein, was das braucht, ne? Also hier. Die brauchen das, die brauchen das, die brauchen das, die brauchen das, die brauchen das wirklich alles. Nicht wie bei Panzer, wo ihr halt von Wolfram zum Beispiel auf Chrom umstellen könntet oder so mit anderen Modellen. Also das mit dem Aluminium. Einhandeln bei Russland über Landweg ist eine Option. Ich weiß, im Fokus stand jetzt Krieg Russland und so weiter, aber das ist, glaube ich, optional gewesen, wenn man das anklicken muss. Und ich kann das ja ablehnen. Das heißt, wenn ich nicht mit den Faschisten zusammengehe, kann ich auch einfach mit Russland versuchen, dass die mir halt das Aluminium für den Rest des Spiels geben. Und dann kann ich halt hoffen, dass Hitler das nicht erobern geht. Und wenn das erobert, naja, danach kann ich vielleicht über Hitler einhandeln. Der hat ja genug in Europa. Ja, also Aluminium ist ein Riesenproblem. Also ich überlege hier schon fast, weil wir eh in den Krieg gegen das Commonwealth eintreten irgendwann, dass wir irgendwann eine Offensive hier durchführen und dann hier durchgehen. Gibt es denn da unten irgendwo Aluminium, was man in absehbarer Zeit holen kann? Ja, der Russe hat hier Nummer 13. Vielleicht schließe ich mich irgendwann dem Achsenkrieg gegen Russland an. Mal gucken. Das Öl hier ist auf jeden Fall nicht zu verachten. Also vielleicht machen wir wirklich mal eine Wüstenoffensive. Hier wird es allerdings ein bisschen schwieriger. Ne? Ganz viele hohe Gebirge und halt auch oft Wüsten, könnte ich meinen. Das ist eine Eiswüste, okay. Was sind normale Wüsten? Ne? Da wollt ihr nicht mit den Panzern durch unbedingt. Da bräuchte ich eine neue Produktionslinie, irgendwas. Es gibt halt kein Aluminium. Das scheint hier irgendwie vorbehalten zu sein für Europa. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Aber es sind auch wieder so Sachen. Ne? Das Gute, wenn man es halt dann spielt, jetzt sehe ich halt, dass das ein Problem sein könnte. Ja, also wahrscheinlich ist es am besten, hier unten diese Ecke zu sichern. Hier sind die größten Vorräte Aluminium. Und dann die Infrastruktur auf 10 hochzubringen und dann hoffen, dass es reicht. Ja? Und den Rest halt einhandeln, entweder über Russland oder über die Deutschen, je nachdem, wem das dann gehört. Ich glaube, besser wird das mit dem Aluminium nicht, aber da ist schon ein bisschen viel Abhängigkeit in Summe. Okay, dann geht's mal jetzt weiter. Die Tech-Geschichte, wir machen ja alles auf Aufbau. 19% langsamer Techen. Veteran-Difficulty macht 15% davon, so ist das halt. So, das Ding anklicken. Ja, wir gehen halt auf Aufbau, ne? Da muss man auch die Aufbausachen eigentlich anklicken. Das ist jetzt, glaube ich, alles Standard. So. Und ich bin eigentlich immer noch ein Freund von den Landdoktrinengeschichten hier. Jetzt sagen die, ich soll mit dem Grand Battle Plan arbeiten. Ich habe irgendwann mal aufgeschrieben, was die in Summe alle bringen. Also wie gesagt, mein Plan ist eigentlich, also ich finde das gar nicht so schlecht für Japan normalerweise, ne, Inselverteidigung und Co. Aber ich habe das Gefühl, dass mit dem, was ich da machen will, durch Asien pushen, dass ich eventuell besser fahren würde. Also ich will ja das mit den Panzern machen, das ist ja mein Versuch. Dass ich besser fahren würde, wenn ich woanders drauf gehe. Ich überlege halt auch mehr mit mechanisiert zu arbeiten. Speedbonus. Also wenn ich leichte Panzer nehme und mechanisiert ist gar nicht, ist eigentlich viel zu teuer für das, was es bringt. Aber man könnte halt statt einer, also wenn ihr Deutschland seid, gegen Russland losschlagt, ne, dann macht ihr normalerweise irgendwie Medium-Panzer ein gutes, geiles Modell mit Panzerhaubitze oder einen schweren meinetwegen. Ne, hochmodisiert alles, das Feinste vom Feinsten. Aber wenn ich jetzt mit leichten Truppen durch Asien durchgehe, mechanisiert und gepanzert, dann können auch leichte Panzer und mechanisierte Infanterie können halt diese Aufgaben auch übernehmen. Und da gibt es dann hier wirklich Boni, die vielleicht sogar Sinn machen könnten. Speed würde ich da nicht unbedingt reinpacken unter Sinn. Aber da gibt es ja noch andere Boni, die interessant sein könnten. Also gerade die 20%, also erstmal die Orga hier ist ganz nett. Und dann ist hier die 20% Breakthrough ist halt super nett, ne? Nee, ich glaube, wir stellen das hier um und gehen hier rechts den runter. Ich will den Breakthrough-Wert für die Panzer haben. Das ist mir egal, dass wir dann einen verlieren. Das machen wir. So, Produktionsgeschichten. Ja, Infanteriewaffen, naja, wir wollen ja halt am Anfang auf Panzer gehen, nicht auf Masse und daher, wir erobern bestimmt genug Scheißgerät auch noch. Ich mache jetzt trotzdem mal so einen Fünfer da an, das reicht eigentlich immer. Das Supporting hier kann man Buckel runterrutschen. Artillerie braucht man eigentlich immer so einen Knubbel, da braucht man auch nicht lange drüber nachdenken. Alte Flugzeuge bauen kann man so lassen, muss nicht unbedingt sein. Die Schiffsgeschichten, ich habe übrigens noch den Mod an, wo ich hier ganz viele Dockyards machen kann. Ne? Ich würde sagen, wir bauen die jetzt einfach hier alle ab und fertig. Also die werden alle nochmal fertig gebaut, die Teile. Und da habe ich auch noch ein paar Pläne, das machen wir aber in einem anderen Video. So, einfach erstmal das durchbauen, weil die ja schon alle angefangen sind. Dass wir da nicht umsonst was verlieren. Kinder, das ist das schwer hier. Schieb die einfach mal durch.
So, wie viel Panzer haben wir im Lager? Ich sehe gerade, es fehlen noch zwei Räder. So, 360 leichte Panzer. Das war schon mal eine Zahl. Und die sind verteilt über drei Panzerdivisionen. Also jeder hat 120 dann. Dann brauchen wir schon ein bisschen Reserve. Aber wir wollen ja auf leichte Panzer bleiben. Und wenn wir es jetzt anfangen zu bauen, dann kriegen wir schon mal Effizienzgewinne, ne? Das ist das leichte Teil. Der Typ 94. Lalalala. Mal gerade hochschieben. Okay. Ja, die Flugzeuggeschichte ist ein Problem, weil dafür müsste ich jetzt Rubber einhandeln. Ich glaube, ne, dass das keinen Sinn macht. Dann tue ich das lieber weg, auch wenn Effizienzen weg sind. Da gleich lieber dem Panzer gebe ich dann die Chance. Genau. Und da würde ich jetzt einfach mal so ein 10er-Ding durchlaufen lassen. Haben wir immer noch Fabriken über dann? Ist ja krasse Action. Oder mal hier nochmal ein paar hinterher. Muss über, ist dann hier nochmal rein. Okay, machen wir das so. Fehlt jetzt schon Stahl. Ich rieche die Albträume. Ist ja krass, Mann. Drei Stahl. Das könnten wir vielleicht mit der Infrastruktur lösen. Und zwar, da wo ich das eben ausbaue, da gibt es plus 1 Aluminium. Wo ist denn unser größter Stahlvorrat? 35? Also, wir wissen ja, dass wir eh irgendwann ausbauen wollen, die Sachen, ne? Das ist, glaube ich, ein Puppet, wo ihr 100% der Sachen bekommt. Also, wenn die 30er eh die großen Vorräte sind, dann würde ich sagen, dann machen wir die doch voll, weil ne, das Stahl brauchen wir unbedingt und wir wollen ja eh Fabriken irgendwann da hochziehen. Hier gibt es auch nochmal ein bisschen Tungsten. Genau, dann machen wir die nochmal dazu. Ich mache aber erstmal einen von denen da hoch. Toko. Wenn er dann fertig ist, kannst du noch Fabriken hinterherziehen. Muss nicht sofort. Wobei kann man eigentlich. Also macht ja am meisten Sinn, das 100% zu bringen, dann die Fabriken zu bauen. 100% zu bringen, dann die Fabriken bauen, ne? Weil die ja dann schnell das Ding bauen. Und Tohoku, wenn du Fabriken gebaut, hatten wir gesagt. Genau, das war ja dieser Kompromiss. Was machen wir dann vielleicht ganz am Schluss? So ist, glaube ich, die Geschwindigkeit. Kann sein. Ne? So haben wir das Optimum rausgeholt. Genau, und dann machen wir Kohensi. Kushinetsu heißt das. Genau. Passt dann eine rein. Ich glaube, wir können das später noch mehr reinpacken, aber da müssen wir dann zwischendurch anpassen. Ich glaube, so eine sinnvolle Queue. Okay, dann haben wir das Stahlproblem auch mit der Zeit gelöst. Ich lasse sie dann erstmal ein bisschen langsamer arbeiten. Das ist jetzt kein Riesendrama. Trainings egal, Unassigned Divisions, das kann ich alles off-Video gleich regeln. Decisions, Naval Treaty, das kann mir den Buckel runterrutschen. Test the Sowjets, muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber was macht das denn? Ah, da gibt es doch, glaube ich, irgendwelche Inzidenz, ne? Also so, wo man an der Grenze mit denen kämpfen kann, kurzfristig oder so ein Scheiß. Aber das brauche ich jetzt alles nicht. Das brauchen wir auch alles nicht. Prospect Resource. Genau. Palau Bauxit. Das wäre eine super Sache, glaube ich. In Palau. So, wo ist denn Palau? Wo ist das Camp? Habe ich so gebildet? Oder hier gab es irgendwo eine Suchfunktion. Palau. Das ist eine Insel. Ah, die zeigen das sogar an, dass da ein Ereignis drauf wäre. Das kannte ich gar nicht. An 60 Tage werden drei Fabriken da wohl benutzt und dann kriegen wir 12 Ressource. Das ist gigantisch, wenn ihr euch erinnert, was hier ist. Das will ich auf jeden Fall haben. Muss aber nicht am ersten Tag unbedingt kommen. Okay, aber das halten wir auch im Hintergrund. So, hier kann man ja den Fokus ein bisschen ändern. Also die, ich glaube, das ist Japan-spezifisch, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Dann könnt ihr halt ein paar Dinge ändern, dass einfach ein paar Sachen besser laufen. Die Frage ist halt da irgendwas bei, was wir nochmal benutzen können zum Bau. Genau, Militärfabriken. Factory Output, Militärfabriken, Militärfabriken. Auch Militär. Dockyards. Militär und Dockyards. Ja. Das scheint alles nur Militärbranches zu sein. Also nichts davon macht wohl Zivilfabriken.
Dockyards. Ich weiß halt nicht, ob ich davon irgendwas tatsächlich machen will. Also ich sehe nicht, dass da irgendwas jetzt bei ist. Noch sind wir auf Balanced eingestellt, aber ich glaube halt nicht, dass wir irgendwas brauchen. Also wenn vielleicht das hier nachher, wenn die Kriege losgehen, mit dem mehr Output und so weiter, und irgendwann bauen wir auch die Militärfabriken. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Steel-for-Guns-Geschichte durchziehen. Und dann sagen wir mal so vielleicht Ende 38, vielleicht auch Mitte 38. Das ist so ein Ding, das würde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. So, Investmentgeschichten. Das kostet halt Daily Political Power, das ist schon mal unschön. Paramilitary Training, Experience Gain, Faschismus Support. Ich glaube, dass ich das eigentlich beides nicht brauche. Also ich kriege ein bisschen so Experience, aber ich glaube nicht, dass es das so wichtig ist. Da kommen wir klar. Also ich glaube, dieses Steel for the Guns machen wir und das Ausbauen der Bauxite Deposits in Palau, das machen wir auf jeden Fall auch. Ja, wieder was dazugelernt. Die Insel da unten, ich habe das gar nicht auf dem Radar gehabt, dass sie so wichtig sein kann. Okay, und dann werde ich jetzt auf Video erstmal die Truppen und die Flotte sortieren und so. Und die ersten 2, 3 Monate passiert ja eh nicht viel.